Das hier ist die Verpackung von der Shadowhawk taktischen Taschenlampe. Nummer 1 Bestseller bei Amazon. Das wollte ich mir mal angucken, ob das was taugt oder ob sich die Masse da abziehen lässt. Viel Spaß mit dem Video. Ich hole das gute Stück einmal aus seinem mitgelieferten Case heraus. Und da haben wir sie auch schon. Eine ordentlich verarbeitete, ordentlich schwere Taschenlampe. Und wir schauen uns jetzt einmal die harten Fakten dazu an. Die Shadowhawk Taschenlampe mit angegebenen 10.000 Lumen, das ist natürlich Quatsch, ist USB wiederaufladbar, nach IP67 wasserdicht, hat 5 verschiedene Lichtmodi, hat einen Akku dabei, ein 26650 Akku und kostet um die 30 Euro im ganzen Paket. Der mitgelieferte Akku wird mit 5000 mAh angegeben. Die Taschenlampe verfügt über einen einstellbaren Fokus, das heißt weitstreuend oder gezielter kann sie leuchten und hat Abmessungen von 16 x 4,8 x 21 cm und wiegt dabei 500 Gramm ohne Batterien oder Akkus, die natürlich nochmal ordentlich ins Gewicht reinschlagen. Ebenfalls vorhanden ist hier ein kleiner Akku-Anzeigestatus. Da wird mit 3 blauen Punkten angezeigt, wie lange eure Batterien bzw. der Akku noch halten. Das Ganze wird in einem kleinen Case geliefert, das ich nett finde, aber auch ein bisschen anstrengend. Viel interessanter finde ich, dass sich da durchaus bei dem Case was bei gedacht wird, was mitgeliefert wird. Nämlich, als da wären, ein günstiges Nylonholster funktioniert, ist aber nicht so toll. Dann haben wir hier einen kleinen Adapter und 3 mitgelieferte AAA-Batterien. Denn man kann die Taschenlampe auch einmal mit AAA-Batterien betreiben. Das finde ich schon mal sehr gut. Besser wäre natürlich Doppel-A. Aber dass so ein Adapter dabei ist, ist schon mal klasse. Wir haben hier noch ein Kabel, als wenn wir davon nicht alle schon genug hätten. Es ist trotzdem nett, dass sie es mitliefern. Und hier noch so ein kleines Gimmick. So ein schlüsselbunt kleines Taschenlämpchen. Das Case, das mitgeliefert wird, ist ausgepolstert mit einem Schaumstoff und es funktioniert. Ich finde es ein bisschen friemelig, das ganze Ding zuzumachen und das Case hat sogar selber noch ein kleines Lanyard. Hier wird also versucht, ein Gesamtpaket an den Kunden zu bringen, das ich durchaus nicht schlecht finde. Also ich habe selten so Cases von so Taschenlampen aufgemacht und so gedacht, ach, das ist ja nett. Vor allen Dingen, dass auch noch so ein kleines Schlüsselding dabei ist. Ich weiß, die Dinger kosten in der Produktion 5 Cent, wenn überhaupt, aber es ist nett, dass es beiliegt. Aber natürlich geht es hauptsächlich um die eigene Taschenlampe. Hier hinten haben wir einmal aufmachbar zum Aufladen den USB-Anschluss. Hier vorne haben wir den Anknopf. Habe ich euch auch schon gezeigt, mit 5 Modi, die wir gleich einmal gezielt durchgehen. Hier oben könnt ihr rausziehen, dann wird der Strahl enger und so wird da als Streuung abgegeben, das Licht. Hinten haben wir einen kleinen Überstand mit einem Lanyard dran. Es ist alles aus wertig anfühlendem und gut verarbeitetem, entgeratetem Aluminium. Und hier hinten haben wir das Batteriefach. Und das finde ich immer schon mal gut, dass der Akku hier mitgeliefert wird. Da ist auch ein ordentlicher Brummer, der fügt was zum Gewicht hinzu. Vorne, habt ihr schon gesehen, haben wir hier so kleine Rifflungen. Die wird bei taktischen Taschenlampen gerne benutzt, um es als mögliches Abwehrverteidigungswerkzeug noch benutzen zu können. Inwieweit das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Ich habe mich noch nie mit einer Taschenlampe geprügelt. Gehen wir doch die Lichtmodi durch. Wir haben Leuchten. Wir haben weniger Leuchten, wir haben noch weniger Leuchten, wir haben Strobo und wir haben einen SOS-Modus. Im Prinzip alles, was man braucht. Die 3 Leuchtmodi, die ja nach Stärke unterteilt sind. Der Stärke ist super, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Mittlere und der schwächere auch. Ich hätte nur gerne noch einen ganz, ganz schwachen. Ich hätte gerne immer einen sogenannten Firefly-Modus. Das bedeutet einen Lichtmodus, der wirklich nur dafür da ist, das Allernötigste zu sehen. Ein Lumen oder so, mit dem man im Zelt oder so schnell mal herumsuchen kann. Oder die Restbatterie leer machen kann, dass man immer noch eine Möglichkeit hat, trotzdem Licht zu machen. Verstehe aber, dass bei so einer Taschenlampe das nicht unbedingt das wichtigste Feature ist, das man dabei haben möchte. Der Strahl, ihr seht das hier einmal, ist flächig und wenn ich ihn jetzt rausziehe, dann zack, ist er auf die LED verringert und dann habt ihr natürlich ein weiteres Licht, ein weiter strahlendes Licht.
So eine Unterteilung ist, finde ich, sehr praktisch, denn wenn man etwas Bestimmtes sucht, kann man sich so nochmal extra Leuchtpower heranholen. Die Taschenlampe ist mit 10.000 Lumen angegeben, das ist natürlich ein Fantasiewert, über den sich auch in den Kommentaren bei Amazon unterhalten wird. Selbst wenn die Taschenlampe trotzdem als sehr gut von den Leuten bewertet wird, sagen natürlich alle 10.000 Lumen, das ist ein Fantasiewert. Trotzdem ist die Lampe absolut ausreichend hell. Man kann damit jede Art von Waldabschnitt, von Garageneinfahrten, alles, was man sich vorstellen kann, auf einige Meter durchaus stark beleuchten. Natürlich hat diese Lampe, wie jede Lampe, die mit solchen Temperaturen, mit solchen Stärken arbeiten, der Größe ist, hier vorne auch ein Hot-Zeichen. Und irgendwann schaltet sich auch intern der Kreislauf ab oder beziehungsweise verringert sich, sodass die Lampe nicht überhitzt. Das heißt, ihr könnt natürlich den Volllichtmodus bei der Größe der Taschenlampe nicht auf Ewigkeiten benutzen. Das ist aber kein großes Problem in meinen Augen. Zumindest in der Preiskategorie, der wir uns bewegen. Man muss sich immer noch überlegen, das ganze Set gibt es für 30 Euro und muss das nicht mal direkt aus China importieren, sondern kann das einfach bei Amazon kaufen. Rundherum eine nette, gute Taschenlampe, muss ich sagen. Wer noch eine etwas stärkere sucht, womit er ein bisschen was machen möchte, also nicht nur eine EDC-Taschenlampe, sondern auch mal eine, um wirklich durch den Wald stapfen zu können und kein Kopflicht braucht, sondern was richtig Starkes, der ist hiermit gut bedient. Aber ich finde, in der Größe und in der Preisklasse, mit der Qualität, in der sie geliefert ist, ist sie fast eine Allround-Taschenlampe, wenn ein das Gewicht nicht stört. Vor allen Dingen auch, weil ein mitgelieferter Akku vorhanden ist und man sie dann auch noch über USB einfach aufladen kann. Komfortabler geht's ja kaum. Wenn dich weitergehende Informationen interessieren oder du checken möchtest, ob der Preis gleich geblieben ist, weil manchmal verändert sich sowas ja gerne über die Zeit, dann schau doch einfach unten in die Videobeschreibung von diesem Video. Dort findest du natürlich alle Links, die für dich interessant sind, sowie natürlich auch zu anderen Taschenlampen, die ich dir vielleicht empfehlen würde, falls dir die hier zu groß, zu klobig, zu teuer, ich weiß nicht, was alles ist. Kleiner Disclaimer, diese Links sind natürlich Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme Prozente von deinem nächsten Einkauf. Das kostet dich nicht mehr, aber ich danke dir schon mal im Voraus. Kleines abschließendes interessantes Ding ist noch hier, Like Sun GmbH, und da steht hier Nordrhein-Westfalen. Das heißt, zumindest der Importeur und Weiterverkäufer ist in Deutschland ansässig, und sowas finde ich immer schon mal sehr gut. Das Ganze wirkt auch wie ein durchaus ausgesuchtes, gutes Produkt, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann für den Preis. Würde ich mir auch zulegen. Aber mehr Infos darüber habe ich erstmal nicht. Ich hoffe, dieses kleine Hands-on hat dir gefallen. Schau dir auch gerne weitere Videos auf meinem Kanal an. Einfach durchklicken, gar kein Problem. Ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.